Es lädt, es lädt, es lädt. Es dauert ein kleines bisschen, bis es geladen ist, aber es lädt. Und wir sind natürlich mal wieder in der Nacht unterwegs. Und warum ich hier so dynamisch sitze? Ich habe meinen Sitzball mal wieder ausgepackt. Der stand sonst immer da hinten. Hinten, da, hinten, hinter mir. Und jetzt steht er unter mir. So, deswegen bei der Gelegenheit erstmal ein Schlückchen Wasser. So, da kann es losgehen, oder? Ach, das Kabel hier, meine Güte. Ist ein bisschen ungewohnt, so hier, Stuhl hier nebenan. Der steht gut, ich sitze gut. Das Spiel läuft gut, mehr oder weniger. Audio ist eventuell heute ein kleines bisschen anders. Ich muss mal gucken. Meine kleine Soundkarte, meine USB-Soundkarte hat sich so ein bisschen verabschiedet. Hab mir eine neue besorgt, selber Typ. Hat auch problemlos mit dem Erkennen funktioniert. Aber wenn ich mir so die Aufnahmepegel angucke, ich habe den einen schon ein bisschen hochgeregelt. Dann weiß ich es nicht, man weiß ich es nicht. Also, wenn man irgendwas falsch oder schlecht hören sollte, ja. Linux und Audio. Oh, ihr kennt das. Was machen wir denn heute mal? Könnt natürlich hier den Weg weiterbauen. Auf so richtig Bock auf den Weg habe ich nicht, aber ich wollte mal was anderes zeigen. Ihr kennt ja den schicken Hammer aus dem Mod, der den Hammer eingefügt hat. Der wurde ja ein bisschen angepasst und da ich die Änderung nicht so super geil fand, dachte ich mir, ich baue mir einfach meinen eigenen Hammer-Mod. So. Passt da mal auf. Zack. Geht aus allen möglichen Materialien. So, und mit dem kann ich nämlich genauso. Zack, 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 zack. Kann aber auch weiter noch. Kann auch Sand draus machen. Und na, dann war's das. Können wir mal ganz kurz hier unten irgendwo mal hingehen und nochmal schauen. Man kann dann nämlich auch. Ja, ich glaube, hier ist es nicht schlimm, wenn dann da nachher Sand ist. Na, man kann aus dem Stein also Cobblestone machen. Aus dem Cobblestone machst du Kies. Aus dem Kies wird wieder Sand. Na, weißt du Bescheid? Finde ich ganz praktisch. Fängt an irgendwie bei Obsidian, was dann zu Stein wird und verschiedene Sandsteintypen können auch bearbeitet werden damit. Marble könnte ich noch einbinden. Aktuell werden nur die Standardgeschichten hier unterstützt. Ich weiß gar nicht, hätte ich das eigentlich jetzt eingebaut? Ich glaube, das hatte ich nicht eingebaut. Ne, hatte ich nicht eingebaut. So, dann eine andere Sache, die nö, erzähle ich irgendwann ein anderes Mal. Ist noch nicht implementiert. Vielleicht mal im Forum schauen. Vielleicht schreibe ich da nachher was rein. Oder in die Content-DB. Man weiß es nicht. Guck da mal nach. So, Thema für heute ist, außer hier rumlaufen und halbfertige Geschichten erzählen. Wollen wir mal den Weg hier runterbauen, so langsam? Oder wollen wir hier mal irgendwie weiterführen, die ganze Geschichte? Ich meine, hier wäre ja theoretisch irgendwie eine Ebene auf der Höhe hier. Würde dann hier, aber naja, wir wollten ja hier irgendwie. Man muss ja hier auch noch runterkommen. Das heißt, hier ist Kies, hier ist Kies, hier ist Kies, hier geht's runter, hier geht's runter, hier geht's runter, hier geht's runter. Ja. Würde dann da würde das. Guck mal hier, da machen wir nämlich hier. So. Können wir den Hammer auch gleich mal nutzen. So. Können wir den eigentlich hier auch gleich nutzen, oder? Kommen wir denn hier schon? Ah, hier muss man eigentlich hier die. Oh, ich habe so viel Zeug im Inventar. Ich bringe mal ganz kurz was weg. Hört man eigentlich? Ja, man hört die ganze Zeit die Tastatur, das ist super. Die Tastatur bitte einfach ignorieren. Ah, herrlich, dass das alles so gut funktioniert hier. So, Ökokram. Da schmeißen wir das rein. Da schmeißen wir sonst nichts weiter rein. Holzzeug. Können wir die Stöcker reinschmeißen. Und das eigentlich auch.
Oh, komm, mit hier unten hin. Das hier hin. So. So. Ach, egal. Ist nicht so dramatisch. Ja, hier die funktionieren immer noch nicht richtig. Sand und Glas. Packen wir mal Sand und das Glas rein. Werkzeug. So, Cobblestone können wir hier eigentlich wieder wegschmeißen. So. Möbel, naja gut, da war ich gerade drin. Hier werde ich auch ein bisschen was ändern. Dazu irgendwann mal mehr. Steinzeug. Ofen ist eigentlich auch Steinzeug, ne? Mesotechnik, da kommt hier mal der Kram rein. Den würde ich jetzt mal spontan mit zu Technik zählen. Ach, wir können wieder ein Mesocrystal machen. Sehr schön. Wir können eigentlich noch mehr. Ne, gut, egal. Aber wir können einen ordentlichen machen. Wir machen mal einen ordentlichen. So. Zack, 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 zack. Ich habe das Gefühl, ich sink immer irgendwie weiter runter hier auf dem schicken Ball. Ja. Ein bisschen Bewegung tut gut und gleich ist er kaputt. Habe ich den lange nicht mehr benutzt, ne? So, Bergbau. Ich würde das hier eigentlich alles eher noch ein bisschen sammeln wollen, tatsächlich. Mal hier Silber holen wir hier mit zu. Zink kann man hier erstmal mit hinlegen. Und hier mit rein, und hier mit rein. So. Kohle, ja, Kohle werden wir jetzt nie wieder gebrauchen. Außer vielleicht mal für Fackeln oder so. Aber ansonsten, Kohle hat sich jetzt erledigt, das Thema. So, obwohl eigentlich eher hier oben hin. Steinzeug. Guck mal, hier machen wir das hier mit rein. Und Obsidian. Ach, eigentlich könnten wir mal einen von den Obsidian-Dingern. Kommen wir mal einmal den kompletten Weg, ne? Also, Obsidian. Stein. Cobblestone. Kies. Sand. Der hat natürlich auch. Der nutzt sich auch ab. Der Hammer, irgendwann ist er halt kaputt. Und wenn wir jetzt einen wunderschönen Obsidian zu Sand verarbeitet, haben wir eigentlich Sand? Ja, hatten wir hier irgendwo gehabt, ne? Sand und Glas. So. So, ein bisschen Erde. Ein bisschen Erde hier rein. Und Technik haben wir noch hier. Und da machen wir gleich mal Futter draus. Und die brauchen wir auch gleich. Und den. Ah, dann können wir eigentlich schon wieder eine Hacke machen, oder? War das jetzt immer einer? Ich glaube, das war jetzt immer einer. Bei Werkzeug war der drin. So. Dann laufen wir nämlich mal schnell runter zur Wasserquelle. So, heute weder Kakao noch gesunde, energieerhaltige Frischungstränke noch irgendwas zu knabbern. Die Schüssel ist leer. Ah, ich muss noch einkaufen. Naja, habe ich total Lust drauf. Gerade weil meine Verdauung dazu einlädt, quasi einkaufen zu gehen. Es wird total super, eine Dreiviertelstunde aus dem Haus zu sein. Ich freue mich jetzt schon. Na, vielleicht lasse ich es auch sein. Mal gucken. So, das rein, das rein, das rein und Nummer 1. Nummer 2, Nummer 3. So, Nummer rein hier. So, zack. Kurz ein Momentchen warten. Der Ofen springt jeden Augenblick an. Warum bist du denn unpowered? Warum bist du denn unpowered? Was ist denn los mit dir, mein Junge? Ja, keine Ahnung. Versuche ich irgendwann mal rauszufinden. Das heißt, wir nehmen jetzt auch erstmal wieder unseren Ofen.
Steinzeug hätte ich noch reingetan. Naja, Steinzeug, da ist der Ofen. Und dann schmeißen wir ein bisschen Kohle rein. Kohle, komm mal hier um die Ecke holen. Wo ist denn Kohle hin? Hier ist Kohle hin. So, einer müsste reichen. Ja, da muss man nochmal schauen, ne? Ach, das ist jetzt oben im Ofen, ne? Warum auch immer. So. So rum, da rein. Kurz einen Moment warten. Oh, noch einen reinschmeißen, ne? So. Ja, hat nicht gereicht. Na super. So. Komm raus, letztes Stückchen. Gleich ist es fertig. Da-dam, 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 da-dam. Ja, und sonst so. Letzte Woche, Wochenende, gut verbracht. Oder auch nicht. Na? Schreibt doch mal in die Kommentare. So, weg damit. Den braucht keiner mehr. Und dann... Nochmal runter. Den Eimer können wir wieder wegtun. Dann können wir... Die können wir mal ein Schwert mitnehmen, oder? Einfach mal so, dass sie mal wegkommen so langsam. Ach, hier habe ich einfach nur alles reingeschmissen irgendwann mal, ne? Genau. Ich erinnere mich dunkel. Was sollte ich eigentlich? Ich wollte... Die können wir auch hier nehmen, ne? So. Jetzt haben wir dann mal wieder welche im Inventar. Genau. Eine wunderschöne Spitzhacke. Die sind nämlich gleich hinüber. So, das machen wir so. Dann nur hier den Ofen. Ich pack den mal. Na, ich behalte den mal. Vielleicht brauchen wir ihn nochmal. Immerhin ist es jetzt wieder hell geworden. Das heißt, wir können hier einfach mal hochgehen. Zack, zack. Wie weit müssen wir? 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. So. Und hier müssen wir eigentlich auch wieder dann hoch, ne? Wo kommen wir denn raus? Wir kommen genau an der Kante raus oben, oder? Ne, wir fangen an der Kante an. Das heißt, 3. Wir kommen relativ... Da kommen wir raus, okay. Das heißt... Na gut, da kommen wir sowieso nicht raus. Das wird nicht funktionieren. Das wäre dann ja da. Hier wieder zu, so. Aber danach würden wir dann anfangen... hochzugehen. Hier. 2. Ja, kann bleiben. 3. Ja. Ja, ich sag einfach mal ja. Beziehungsweise sag ich nein, weil wie wird das denn da gelöst? Hier gibt es das. Hier gibt sich das. Gerade bis zum Ende und dann hoch. Okay. Gut, aber gerade bis zum Ende und dann hoch wird ziemlich scheiße hier, ne? Gut, andererseits kann man ja gucken, dass wir hier irgendwie runterkommen. Das heißt, wir holen uns mal ein bisschen Kobbel und dann machen wir da erstmal schön zu. Habe ich die nicht genommen? Da, was ist hier wieder kaputt? So, guck mal hier. Oh, Kobbel, alles Cobblestone. So. Hier wird es dann runtergehen. Das heißt, hier so. Machen wir hier 3 breit, ne?
Ich glaube, 3 breit ist okay. Dann geht's hier schon mal runter. Fangen wir hier an runter zu gehen. Ja, nö, ja, nö, ja, ja. Wir gucken mal, ob's was bringt. So. Mal hier alles weg. Hier. Upp, da ist sie hinüber. Gut, dass ich noch eine. Na, gut, dass ich noch eine gemacht habe. So. Hier runter, hier runter, hier runter. Schauen wir mal, ob das. 2. Ja, einen muss ich noch. So. Da wäre dann weg. Ja. So wäre da weg. So, ich denke mal, das reicht erstmal. Dann machen wir sowieso nochmal ordentlich. So, ein. Nur, dass das hier so ein bisschen natürlicher aussieht. So, so, so. Ja, hier müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ruckelt das gerade? Ja gut, in die Richtung ruckelt es eh, aber irgendwie hat das gerade. Was auch immer. Da kommt der Weg an. Das heißt, hier. Genau, hier wäre ja noch eins von den Feldern. Oh, jetzt hier alles wieder wegholen. Gerade schön gemacht. So, da gucken wir mal. Ich mache hier erstmal eine ebene Arbeitsfläche, dass wir da so ein bisschen was tun können. Da wäre dann zu mit Kobbel bis da, genau. Ja, und dann hier auch einmal zu. Ach ne, hier wäre ja dann. Hier wäre ja dann der schöne Stein drin. So. Genau, hier kommt dann Stein rein. Hier kommt dann natürlich auch überall Stein rein. Das wird dann auch ordentlich gemacht. Hier kommt. Kobbel rein. So. Oh, hier müsste ja auch Kobbel rein, ne? Weil hier dann. Schauen wir mal, wie wir das machen. Erstmal machen wir hier das Feld. So. Wir hatten 1, 2, 3 Tür, 1, 2, 3 Tür. Und dann jeweils die Ränder, okay. 1, 2, 3. Tür. 1, 2, 3. Und dann der Rand. Nicht zu viel? Nein, 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 nein. Das ist doch. Rand. 1, 2, 3. Tür. 1, 2, 3. Rand. Doch, ist so viel tatsächlich. Hier Rand. 1, 2, 3, Tür. 1, 2, 3, Rand. Okay. So, dann ziehen wir hier nämlich schön einmal zu. Da hätte ich eigentlich auch den Hammer wieder nutzen können. Jetzt habe ich das Ding extra nur und dann wird es nicht genutzt. Machen wir eigentlich auch mal zu, würde ich sagen. Na, so. Kommt dann Erde drauf. Da wird es dann ein weiteres Feld geben. So. Na. So. Und hier machen wir auch mal einmal ordentlich so. Ne,
Na sowas, das geht ja genau auf. Wie kann das sein? Na gut, okay. Fällt ja. Hier wächst auch überall das Gemüse wieder wild. Das ist bei Feldern, die noch nicht genutzt sind, wohl so. So, der Hammer. Pam, pam, pam. Das passiert, wenn man seine Mod nicht ausgiebig testet. Kleinen Moment. So, bin ich wieder da. Also hier aufpassen. Darf man nicht hauen. Ah, der Fehler muss natürlich noch behoben werden, bevor die Mod veröffentlicht wird. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Also so in die Luft schlagen und so habe ich natürlich alles irgendwie ausgeschlossen, aber hier so Sachen schlagen, die irgendwie. Ups, und da ist der Hammer auch schon durch. Wir machen hier mal noch einen. Wir können mal. Ja, wir haben ja hier nur. So. Oh, das war einmal zu viel. Die bin hier Kobelstone rein. Ah, ich könnte auch wieder was essen gleich, ne? So. So. Dann sammeln wir hier den Scheiß mal vorher ein, bevor wir hier durchflügen mit dem Hammer. Ja. Und schon haben wir Kies gemacht. Ah, ja, hier runter. Da müssen wir gleich mal schauen, wie wir da am schönsten runterkommen. Ja. Aber erstmal holen wir ein bisschen Zaun. Und hier müssen wir. Und hier schon mal überall auf. Es wird auch schon wieder Nacht. Na, sowas. Holz und Holzzaun. Ja, hier haben wir den Zaun versteckt. Zauntore, da brauchen wir zwei von. Eins, zwei, drei, Zauntor, eins, zwei, drei. Zauntor, eins, zwei, drei. Oh, wie hatten wir das mit den Zauntoren jetzt eigentlich immer gemacht? Haben wir die immer von so gesetzt? Also der zeigt nach links immer, ne? Der zeigt immer nach links, okay. Dann sollten wir das Ding auch hier oben nach links zeigen lassen. beziehungsweise hier unten. Dö, 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 dann immer von innen wahrscheinlich, ne? Jo, immer von außen, okay. Hier muss das Zauntor noch rein. So, wenn man von innen guckt, zeigt er nach links. So, dann haben wir das, dann haben wir das. Dann machen wir mal schön hell hier. Ah, wird ja gleich wieder Tag. Alles gut. So. Da haben wir es dann schön hell. Ich könnte das auch gleich mal umfliegen, ne? Nein, da wird dann eh wieder Gras wachsen, aber das ist nicht so schlimm. Dann ist es zumindest schon mal vorbereitet. So, und der ganze andere Kram hier, der kommt auch noch mit. So. Das brauchen wir nicht mehr. Ja. Kann man eigentlich auch einen Teil von hier lassen, oder? Das brauchen wir. Das brauchen wir. Steinzeug brauchen wir. Verdammt. Ich hätte ja hier einen Ofen. Aber blöderweise funktioniert der nicht richtig. so, dann nehmen wir hiervon mit und dann nehmen wir.
hiervon mit. So. Funktioniert hier alles Bombe, sowas. So, rein damit. Rein damit. Ja, wir lassen das hier mal brennen. Währenddessen können wir hier hinten schon mal gucken, was wir hier machen. Ich würde sagen, hier machen wir erstmal wieder zu. Also, wir haben hier den schicken Weg, der sich hier immer so rumschlängelt. Ah, also hier bleibt der oben. Der müsste hier runtergehen. Oh, so. Ja, Mensch. Haben wir irgendwo schon einen Weg, der runtergeht? Hier hinten haben wir einen. Wie hätte ich das denn gemacht? Das hatte ich immer mit diesen komischen Würsten gemacht, ne? Genau. Wobei das eh immer nur eine Stufe war hier. Ah, hier ist so ein Abstieg, der... Den konnte man dann hinten irgendwie zum ganz runterkommen auch machen, aber hier ist erstmal immer... Ja, das ist immer so eine Wurst. Okay, dann legen wir da auch Würste hin. Beziehungsweise eben diese länglichen Viertelblöcke, Stücke. Boah, so. Dim. Zack. Ja, so ist doch hübsch, ne? Jetzt ist halt die Frage hier hinter. Ah, da können wir natürlich alles mal so ein bisschen abschneiden hier auf der Höhe. Ja. Immer da, wo dann nichts mehr ist, ne? Sehen. Ja, es wäre halt irgendwie so, ne? Wieder länger werden. Och. Ja. Ich denke, das geht so. Ja, ich denke mal, so geht das. Hier kommt dann überall noch Erde rein, das passt dann wieder. Hier oben, der müsste eigentlich inzwischen genug gebrannt haben. Ja, sollte reichen. Upsa. Ups. Passiert. So. Dup, dup. Dup, dup.
hier auch noch. Und hier müssen wir gleich mal gucken. So. Das passt soweit, das passt soweit. Hier hinten, das passt auch soweit. Hier geht's runter. Halbwegs natürlich. Geht immer besser. So. Da brauchen wir. Ach, und Wasserloch brauchen wir ja auch noch, ne? Und dazu brauchen wir natürlich auch noch Wasser. Sonst wird das Ganze nichts. Ja, einmal und zack. Einmal in die Mitte. Da machen wir... eigentlich ist egal, aber wir machen trotzdem mal Cobblestone rein. So. Zu, 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 zu. Ich glaube, ich hatte bei den anderen überall... ...dich da irgendwie... Ich glaube, das war halt Erde drin, ne? Machen wir da auch Erde rein. So. Und zack. Gut, dann... machen wir hier eben kurz ein Feld draus. Genau. Die Enten freuen sich auch schon. Eigentlich gesund, auf solchen Stühlen zu sitzen? Beziehungsweise auf solchen Sitzbällen? Nee, ne? Eigentlich war das irgendwie nicht so gesund, tatsächlich. Ne? So. Gerade und ordentlich und, so. Muss gehen, muss reichen, ist schön so. So. Hier ist er überall. Da ist der Hammer auch schon wieder weg. So. Zack, zack, zack. Hier aufpassen. So. So, so, so. Genau, und hier eben wieder schön Grünzeug rein dann. Dann passt es dann. Also erstmal zumindest, vielleicht mache ich es dann auch nochmal anders, aber erstmal kommt hier schön Grünzeug. Schön ein bisschen Erde wieder rein. Vielleicht können wir mal einen Baum pflanzen oder so. Ja? Mein Freund der Baum. Mein Freund der Baum. Ist tot. so war das, ne? Genau. Tuck, 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 tuck. Na komm. Der kommt da unten, der ist natürlich auch wieder im Arsch jetzt, ne? Weil Neustart gerade eben. 38 Minuten übrigens. 38 Minuten und nichts geschafft, außer einen Weg zu verlängern und ein Feld zu bauen. Meine Güte, bin ich produktiv wieder heute. Was man natürlich auch machen könnte, man könnte diesen dreibreiten Weg nach hier hinten hin verlängern. Dass der nach hinten einmal so als Trennung oder vielleicht sogar als Abschluss bis nach hinten irgendwie durchgeht, da zu dem Fluss. Das, oder zu dem See. Das wäre doch mal was, ne? Also hier gucken, dass man hier um die Ecke kommt, das sollte ja kein Problem sein.
Ah, oh ja. So. 1, 2, 3. Bis da wäre Weg. Dann wäre hier die Außenkante vom Weg. Die können wir ja auch im selben Stil lassen wie hier die Felder schon. Und dann würde der Weg. Na, hier wäre die Außenkante, ne? So. Da kommt dann nämlich hier links rein. So. Jo. Was man natürlich noch machen könnte hier statt dieser Steine. Tatsächlich hier diese Steine hier. Ne, mit der Kante hier. Aber das alles nochmal zu ändern, ja, ich weiß nicht. Wir lassen es erstmal so. Vor allen Dingen kann man sich dann hier nicht irgendwie verhaken. Das ist, glaube ich, gar nicht so blöd. Das ist doch hier ein falscher, oder? Ist es. Guck mal hier, das ist noch ein falscher. So. Zack. So. So ist hübsch. Na, hat er hier Adlerauge gleich gesehen. Genau, der würde hier längs gehen. Ich glaube, das mache ich. Dann haben wir nämlich hier so einen richtig schönen, so einen dreibreiten Weg irgendwie als Abschluss. Na, gucken wir mal. Auf jeden Fall haben wir da erstmal einen schönen Weg. Eventuell nutzen wir den als Trennung. Das heißt, wir gehen hier runter. Gehen dann hier Richtung Höhle runter, dass wir hier nochmal irgendwie einen schönen Eingang bauen oder so. Und dann sollte es das dann auch sein. Ja, hier ist dann natürlich, ups, hier ist dann natürlich Kies dann drin. So. Das kommt weg, das kommt weg. Ja, so. Und hier hinten, ja, da müssen wir halt mal schauen irgendwann. Die Fackeln, die hatte ich jetzt eigentlich noch überall stehen lassen, ne? Genau. Müssten wir eigentlich bei Gelegenheit mal einsammeln. So, hier ist, glaube ich, ja. Wir schmeißen einfach noch mal rein und gucken, wie weit wir kommen damit. Weil da werden wir noch ein paar von brauchen. Wobei, müsste eigentlich auch reichen, 60, ja, müsste, oder fast 70, das sollte reichen. Aber erstmal gucken wir, wie wir hier runterkommen. Jetzt braucht man nämlich eher den Cobblestone als das Gebrannte. Holen wir hier den Cobblestone mal wieder zurück. Oh, genau 100, sehr schön. So, gucke mal hier. Zack. Zack. Gehe ich da schon direkt runter? Ne, ich gehe hier erst runter. Da gehe ich erst runter, so. Ihr seht wahrscheinlich wieder super viel. Auf der Vorschau ist es schwarz wie die Nacht. Könnte daran liegen, dass Nacht ist. So, hier bleiben wir nämlich auf der Ebene. Guck mal, wenn schon, dann machen wir ordentlich. Sieht eh keiner, aber schöner ist schöner. So. Ja, da kommt da gleich angescheißert hier. Ich hab doch ein Schwert dabei, Moment. Du kannst mir sowieso nichts, ich habe eine Rüstung an. Außerdem wird es wieder Tag. So. Der gute Hammer. So, beziehungsweise hier ja nicht, weil hier geht's ja schon runter. Hab ich sogar hier noch ausgewählt hier vorne. So ist fein, nicht wahr? Gut, okay, noch sind sie verdreht, aber irgendwann. Irgendwann wird das mal ordentlich werden hier. Aber noch passt es nicht. So. Und dann geht es runter.
Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ja, fast schon wieder hoch, ne? Hier wäre dann die Ebene, auf der gelaufen wird. Das heißt, hier wird es wieder gerade. Machen wir hier erstmal alles zu ordentlich, so. Na, hier muss auch noch zu. So, hier wird gelaufen. Da wird gelaufen. Und wie machen wir das denn mal am schönsten hier? Dass wir hier dann gleich runterkommen. Da gucken wir mal, wie wir das machen. Erstmal machen wir hier die davor. Weil muss so. Und dann machen wir jene davor. So. Na komm. Weil muss so. So. Ja, und hier haben wir so ein bisschen Arschkarte gezogen fast, ne? Es ist halt kein Design für Schrägen. Na, hier mit dem... Sieht so ein bisschen schäbig aus. Aber gut, da kann man, glaube ich, nicht viel machen. Das ist dann einfach so. Hier unten geht es auf jeden Fall erstmal mit dem Cobblestone weiter. Und hier müssen wir dann gleich irgendwie gucken, dass wir vernünftig runterkommen. So, hier erstmal schön zu. So. Nee. Hier bleibt offen. Das wird doch langsam hier. So, guck mal hier. Naja. Es ist aber richtig, weil es ist genau dran. Und von daher passt das dann so. Boah, ja, und hier den Eingang. Machen wir da dann zwei breit oder was? Dann gehen da nur zwei breit runter. Dann machen wir auch drei breit, oder? Hier schon. Ich glaube, da machen wir hier schon. Müsste eigentlich hier mehr rüber, ne? Aber müsste ja hier dann... Oder machen wir einen kleinen Vorplatz oder so. Das schließt ja auch mehr oder weniger ab. So, okay, dann müssen wir hier einmal runter mit den Treppen. Oh, vielleicht bei der Gelegenheit ganz kurz mal ein Häppchen essen. So. Und vielleicht auch mal ein Schlückchen trinken. Sieht man mir die schlaflose Nacht an? Nee, ne? Gar nicht, oder? Na, so. So. So muss, ne? Weil, da kommt Dings drauf. So muss. Weil alle Stufen haben hier die Kante. Hier die am Boden hier. Die müsste auch. So. Habe ich das hier auch gemacht? Das habe ich überall hier auch gemacht, ja. Das müsste ja eigentlich sogar hier vielleicht mit Slaps noch irgendwie so eine Umrandung sein. Oh, vielleicht mal irgendwann anders.
Da geht's runter, da geht's runter. Das heißt, hier geht's auch runter. Ja. Also mindestens schon mal so. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal Stufe runter. Könnte hier eigentlich auch gleich wieder Lauffläche machen, oder? Ich meine, hier in die Höhle geht's dann eh irgendwie runter. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir hier zu und hier so einen vernünftigen Abstieg irgendwie hin. Das können wir dann immer noch mal gucken. Also es müsste dann sowieso hier... Upsa! Es müsste dann sowieso hier hin. Und... hier hin. Da werden wir auf jeden Fall nicht drum rumkommen. Das ist einfach so. Das ist Gesetz. Und eine Reihe... Cobblestone kann man... Kies kann man hier auch schon mal reinbauen. So, dann haben wir hier auch schon mal unseren Abstieg für dann irgendwann mal die Höhle. Oh. Da hinten schwebt noch einer. Hier schwebt auch einer, genau. Dann ziehen wir uns hier jetzt einfach einmal quer durchs Gemüse. Und dann holen wir uns erstmal ein bisschen Cobblestone, damit wir hier den ganzen Scheiß wieder zumachen können, ordentlich. Der müsste inzwischen auch durch sein, genau, so. Was brauchen wir denn an Cobblestone? Reicht 100? Vielleicht nehmen wir noch einen zweiten mit. Man weiß ja nie, ne? So. Hoffentlich klappt das mit dem Audio überhaupt. Und es sieht aber nicht übersteuert aus. Also es ist im gelben Bereich, aber es ist nicht übersteuert. Die Spiellautstärke, ja, keine Ahnung. Vielleicht stelle ich es auch mal wieder so ein, dass er eben mehrere Kanäle aufnimmt. Dann kann ich die hinterher dann, wie ich sie auch immer haben möchte, dann abmischen. Aber das ist aktuell nicht konfiguriert. So, noch ein Hämmerchen, da brauchen wir wahrscheinlich eh zwei von. Ja. Kann man die stacken? Nein, ne? Nö. Das wäre ja was gewesen. Hab ich zufälligerweise noch einen Kies? Ja, ich habe sogar noch einen Kies über. Das haut doch genau hin hier. Ja, den... Ich werde eh noch den einen oder anderen Hammer benötigen heute, also von daher alles gut. So, machen wir hier neu. Und machen wir hier den Kobbel nach oben. So, zack. So, zack. So, hier ist Weg. Da ist der Abstieg. Und so, da wird es dann weitergehen. Beziehungsweise, was ist denn hier überhaupt? Einfach nur so ein Becken, ne? Vielleicht nehmen wir den auch als Abschluss den Weg. So, da wäre Weg, hier ist... Da ist hier, so. Muss man natürlich gucken, wie wir den dann am schönsten irgendwie nach oben bekommen. Vor allem... Sollte der hier natürlich dann eben auf der Höhe sein von, ja, von den jeweiligen Ausgängen hier, von den Zwischengängen. Da gucken wir gleich mal. Erstmal machen wir hier unten so. Und dann machen wir hier Kobbel rein. Ja, komm, wir haben es doch, was soll's. Egal. Und dann füllen wir hier einmal auf. So. Oh, da wäre Kies gewesen. So, dalle. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack.
So, gehen wir bis hier dann weiter, ne? Ja, bis hier müssen wir auf jeden Fall weitergehen. Und da ist er hinüber. Egal. Also bis hier auf jeden Fall Kies. Dann hier Treppen. Kann man schon mal Treppen reinsetzen. Hier sowieso dann hochgegangen. Okay. Da kommt eine Treppe, da kommt eine Treppe, da kommt wieder Kies. Kies, 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 Kies bis hier hinten. So, und da geht's dann wieder hoch. Und dann wäre hier tatsächlich dann Ende. Hier kann man dann vielleicht noch eine kleine Aussichtsplattform oder sowas hinbauen, dass man hier so diese Bucht so ein bisschen überblicken kann. Und dann ist es dann zu. So, hier weg, hier weg, hier weg. Dauert jetzt natürlich wieder ungleich länger. So. Aber einen Teil davon kann man ja stehen lassen. Dann hoch, da geht's dann hoch und da geht's dann hoch. Und da ist dann wieder Kies. Ja, das passt doch wunderbar. Dann ist der Weg nämlich hier wunderschön bis zum Ende. Ja, die Außenkante von dem Weg, da müssen wir mal gucken, was wir da am besten machen. Eventuell eine Wand. Eine schöne Wand. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen, ne? Also ich brauche auf jeden Fall erstmal ein paar Hammer. Ja. Und neue Kiestreppen brauche ich auch wieder. Dazu brauche ich natürlich auch wieder Kies, aber da gucken wir gleich mal. Oh, das war knapp. Schon wieder so eine knappe Kiste hier. Ups, da ist er weg. Dann auch gleich geschafft. Vielleicht sollte ich die Dinger vorher einfach mal einsammeln schon. Na, oh, voll die neuen Möglichkeiten öffnen sich. So. Hier zu. Oh, hier auch eben kurz zu. Stein reicht noch sogar. So. Also gleich sitze ich hier auf dem Boden, ey. Dup, 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 dup. Kann man hier oben eigentlich auch schon mal aufmachen. Ah, gut, okay. So. Da fehlt noch ein bisschen. Ja, hier ist die Frage. Das müsste ja dann so gemacht werden wie auf der Seite da hinten. Das müsste
müsste also alles irgendwie weg. Ich glaube, ich gehe erstmal nach Hause und hole mir mal neues Werkzeug. So, die könnte ich hier lassen, die brauche ich nicht mehr. Und ich nehme mir einfach mal so, weil es kann noch ein Stack Cobblestone mit. So. Einmal nach hinten durch. Oh, die Stunde haben wir schon wieder voll. Das heißt also schon mal wieder zwei Episoden. Mindestens. Oder wir machen eine ganz lange Episode. Das wäre doch auch mal wieder was, ne? War lange nicht mehr gehabt. Ich meine, gucken tut das sowieso keiner. Also von daher völlig egal. Ob ich das jetzt aufteile, mir die Arbeit mache oder ob ich das einfach einmal am Stück lasse. Da kann ich es auch am Stück lassen, oder? Jetzt weiß ich auch, was ich vergessen habe. Ich wollte noch Kies-Dinger machen. Da brauche ich zwei davon auf jeden Fall. Vielleicht sogar drei, ne? Mal lieber auf Nummer sicher gehen. Na. Oh, die gingen irgendwie. Zumindest, ich glaube, ich brauche da einen ganzen Arsch voll von. Irgendwie ist alles kaputt, habe ich das Gefühl. Warum ist alles kaputt? Ich verstehe nicht, warum es kaputt ist. Das ist doof. Das muss aber reichen. So. Wird eh alles besser bald. Oha, da kommt der Berg. So. Wie so ein Labyrinth hier, ne? Oh, 22 haben aber gereicht, auf jeden Fall. So. So ist hübsch. Das muss reichen. So. Dahin. Und dahin und dahin und dahin. Und von denen habe ich auch nicht mehr genug. Dahin und dahin. Kriegst du immer 12, ne? Da reicht auch so wahrscheinlich. Dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen Luft nach oben. So. Das kommt mal weg hier. So, man sieht, der Steinhammer macht ganz genau das gleiche wie der andere Hammer auch. Die unterscheiden sich tatsächlich nur darin, dass die, je wertvoller das Material ist, desto länger halten sie. Ja, kann auch sonst nichts anderes. Da stürzt es wahrscheinlich ab, wenn ich das jetzt haue, deswegen lasse ich das. Ansonsten, ja, kann man damit wunderbar Sachen umwandeln. So, da kommt weg. Und da kommt rein. Und das ist auch noch so ein anderer, ne? So. So ist doch wunderbar. Hui, hui. Ganzer Scheiß, der muss jetzt hier auch noch weg, ne? Du musst jetzt hier auch mal weg. So. Das muss alles weg. Gut, dass wir eine Schaufel haben. Ah, wird gleich wieder Tag. Genau.
Machen wir dann, wenn gleich wieder Tag ist. So, ansonsten war hier, glaube ich, soweit alles okay. Naja. Da geht's dann runter. So. Mal hier mal ein bisschen Licht. Ja, da müssen wir mal schauen. Da machen wir dann hier so einen Fuhrplatz oder sowas hin. Ich glaube, die Idee ist gar nicht so doof. Und hier könnte man echt eigentlich überall noch... Zumindest außenrum. Dass man das überall irgendwie so hoch macht, dass... Oh, da müssen wir mal gucken, wo wir das machen. Aber dass das alles eben ein Höhe ist. Oder hinten wie bei dem Wanderweg... Ja, dass wir dann nicht alles irgendwie ein höher machen, sondern dass wir hier alles ein versetzt machen mit so einem, ja, Viertel. Ja, das können wir da natürlich auch machen. Würde dann sich hier irgendwie in diesen Wanderweg anschmiegen. Wo übrigens immer noch die Brücke fehlt, ich weiß. Die Brückengenehmigung, die steht leider noch aus. Das heißt, wir dürfen hier aktuell noch keine Brücke bauen. Ja. Muss man mal schauen. Also, was ich mal gebaut habe, irgendwie im, in der Kopie von der Welt, hatte ich auch schon gesagt, die war nicht so geil im Hinten nachhinein. Aber generell kam man hier relativ gut drüber. Da hatte ich schon andere Sachen ausprobiert, die auch gut funktioniert haben. Ich glaube, ich werde das dann damit dann irgendwann mal machen. Aber erstmal machen wir hier hinten jetzt nochmal ein bisschen weiter. Hier kann man eigentlich... Nee, hier komplett drum wäre doof, ne? Ich glaube, hier ist halt einfach so. Ja, und hier ist dann eben... Muss mal gucken, machen wir dann auch in dem Design, wie dann der Rest ist hier schon, irgendwie, dass das dann zu ist. Und dann passt das dann auch. Wenn man hier aber so viel abträgt, ist dann auch wieder doof, ne? Es müsste aber trotzdem alles irgendwie... Also das müsste weg. Das müsste weg. Ich werde das dann hier weg. Das müsste weg. Ah. So, ne? So müsste, dass dann wirklich alles frei ist. Na, gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Fangen wir mal von hier oben an. Machen wir erstmal. Oh, ich bin voll. Schmeiß weg die Kohle. So. Bin ich auch mit Kobel voll? Nee. Ja, so wäre dann... ...2-2-2. Hier ist ein Knick. Und da bleibt's dann... 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2. Und dann geht's hier mit 1 und weiter. Okay. Ja, damit hätten wir den Weg halbwegs. Halbwegs natürlich. Das heißt. Erde haben wir auf jeden Fall ausreichend.
1, 2, 1, 2. 1, 1. So. Hier. Wieder so eine Freifläche hier, ne, wo man denn irgendwas machen kann. Hier kann man auch so ein Gartenhäuschen oder sowas hinstellen hier. Also eine kleine Hütte. Kann man den ganzen Werkzeugkram dann von da hinten irgendwie, den ganzen Ackerbaukram hier in eine Hütte stellen oder so. Der Platz wäre ja hier jetzt da. Ah, vielleicht machen wir es dann hier auch zu, ne? Können wir eigentlich hier... Ja, machen wir hier zu und dann machen wir hier dann, haben wir dann hier ordentlich Platz, irgendwas zu machen. So, aber erstmal. Ups. Na komm. So. Erstmal hier zu und dann sollte es auch reichen. Dann haben wir den Weg auf jeden Fall fertig. Es wird auch schon wieder dunkel, merke ich gerade. Oder auch nicht. Und dann würde ich sagen, lassen wir es an der Stelle dann gut sein. 1,18, machen wir zwei Folgen draus, ne? Aha, Cobblestone war ich ja voll. Ups, ups, ups. So. Oder machen wir nur eine Folge? Oder vielleicht machen wir auch nur eine Folge, dann haben wir den Weg in einer Folge abgefrühstückt. Man muss ja das Let's Play nicht unnötig in die Länge ziehen, ne? so. Zack, 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 dam, 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 dam. Jo. Dam, dam. So, mach ich auch noch eben zu. Und dann sollte es das dann auch tatsächlich dann endlich mal gewesen sein. So. Erstmal hier unten, ne, dass das ordentlich ist. Ordentlich ist immer wichtig. Es muss vernünftig zugemacht werden hier. So. Und in die Richtung nochmal. So. Dann haben wir hier zu, dann haben wir hier zu. Kann man hier eigentlich noch so einen See hinbauen, oder? Schön zu der Gartenhütte noch ein See. Na, wie wär's? Einen See haben wir doch schon mal gebaut. da reicht die Erde ja doch noch so gerade eben, ne? Ah, wobei. Noch gut was über. Zack, 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 zack. Und dann benutzen wir den hier gleich mal zum Hochklettern. Ach, dass das nicht... Das ist so nervig. So. Kann man uns nämlich gleich mal kurz einen Überblick verschaffen. Über die Dinge, die wir heute glorreich gemeistert haben. Ja, in diesen 1 Stunde 20 haben wir es geschafft, ein Feld zu bauen und den Weg hier einmal rumzuziehen. Meine Güte, bin ich stolz auf uns. Nee, das ist soweit ganz gut. Da haben wir den Anfang auf jeden Fall schon mal geschafft. Nächstes Mal gucken wir dann, dass wir hier vielleicht irgendwie mal runtergehen dann irgendwie und dann mal weiterbauen. Hier hinten, ja, da müssen wir mal schauen. Wir haben noch so viel Platz hier frei, den wir für irgendwelche Sachen benutzen können, auch wenn es hinten ruckelt wie sonst was. Mit dem Ofen da, mit dem Strom, das gucke ich mir nochmal an, worin das liegt. Das wird sich zeigen. Vielleicht habe ich bis nächstes Mal eine Lösung gefunden oder auch nicht, man weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal ins Bett gehen. Also, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschö!